So, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Worker and Resources. Sehr enthusiastisch. Genau, so sieht es nämlich auch aus. Das Gebäude ist fertig geworden und schon fast voll. Die ganzen Kinder ziehen die ganze Zeit aus. Und das Gebäude füllt sich inzwischen schon mit 82 von 110 Leuten. Oh, oh. Das geht fixikato auf einmal. Das Gute ist, dadurch landen hier auch mehr Leute. Oh, guckt mal, einen 50er Produzentsatz haben wir hier hinbekommen. Das heißt, hier kommt auch wesentlich mehr Kleidung raus. Und hier werden 4,5 Tonnen werden direkt exportiert. Okay, hier kommen 72 Arbeiter auf einmal an. Wow. Okay, guckt euch das an. Alle wollen sie in unseren Fabriken arbeiten. Jawohl. Was für ein Produktionsseite. Da kommt der nächste Bus mit ein paar Arbeitern. Jawollo. Klong, 82%. Ja. Balla, balla, balla. Das heißt, da kommt echt was zusammen an Kleidung. Oh, er holt jetzt ab. Aber er ist voll. Er fährt vom Gefängnis hin und her. Weil man ja beim Gefängnis ihn leider nicht stehen lassen kann. Und da kommen die nächsten 56 Arbeiter. Die anderen haben gerade Schichtende, nicht? Es werden wieder weniger. Zack. Und sogar 85% zeitweise hoch. 95! Na, guck mal. Boah. Gefüllt zu 10%. Okay, okay. Hallo, LKW. Nimm mal 4,5 Tonnen mit. Uiuiuiui. 16.000 im Plus sind wir. Wir haben es geschafft, Leute. Die Wirtschaft floriert. Und das ist nur ein Gebäude mehr dazu geworden. Letzten Monat gerade noch so Minus gemacht durch ein Fahrzeug, was ich ersetzen musste. Das war auf 100% und konnte nicht mehr repariert werden. Aber unsere Reparaturwerkstatt ist sehr, sehr gut dabei und repariert die ganzen Sachen. Fleißig mit den Autos, fährt die ganze Zeit dahin. Viele der Sachen sind hier schon auf wieder unter 50% repariert. Manche waren noch gar nicht drüber. Der ist hier auf 0 sogar runtergebracht worden. Also das lobt. Hier ist auch wieder 0. Der auch auf 0. Sehr gut. Oh, und die sind jetzt gerade dabei, hier hinten die Autos zu reparieren. Das haben wir also in den Griff bekommen. Gerade rechtzeitig. Ein Auto, wie gesagt, musste ich ersetzen, weil es zu 100% kaputt war und auf der Straße stand. Das fuhr weder vor noch zurück. Und jetzt sind wir das erste Mal mit 17.000 sogar schon im Plus. Wir haben allein für 56.000 schon exportiert am 23. April. Und hier liegen sogar schon noch 2 Tonnen Kleidung rum. Und der Bus kommt wieder mit einer großen Anzahl Arbeitskräften, die hier reinhuschen. Und wenn wir das hier halten, da kommt der nächste mit den Leuten. Das ist eine super Frequenz. Ich habe hier jetzt nämlich 5 Busse geholt. Ne, 4. Und 5 Innenstadtbusse. Und apropos Innenstadtbusse. Hier stehen ja auch noch Arbeiter, die nicht arbeiten. Ihr habt recht, wir haben das vergessen. Wir müssen ganz kurz mal die Route anpassen. 1, 2. Das heißt, nach der zweiten Station wollen wir noch hier hinfahren. 3. Alles einladen und ausladen. Warum öffnet er das? Okay, genau. Und dann fahren die dahin und dann dahin. Später müssen wir gucken, nicht, wenn die jetzt von da nach da erstmal gurken, dass das nicht zu lang ist. Dass wir hier eine Route haben, hier eine, oder hier eine Route machen, hier eine Route machen und da eine Route machen. So ist es eigentlich auch geplant. Aktuell fahren die sehr viel. Dafür habe ich auch jetzt 5 Busse, die da schon mal fahren. Aber noch funktioniert das System. Nicht, wir haben eine Zentrale, wo wir die Arbeiter nehmen können. Die holen sich die da raus und die anderen fahren die dahin. Und auch fürs Abwasser und das Gefängnis funktioniert das aktuell noch. Nur wenn wir jetzt bauen, holen wir die Arbeiter ja auch da raus. Da könnte es ein Problem geben. War hier nicht gerade ein kleiner Bus, der verschwunden ist? Achso, der war tanken. Ich wollte gerade sagen, wo ist der kleine Bus hin? Der ist hier abgebogen. Genau, zack. Und der große Bus holt sich die anderen. Er liefert schon die nächsten für den nächsten Bus. Und da kommt schon der nächste Bus, um die Leute abzuholen. Sehr gutes System. Ja, Gefängnis
da fliehen mal der ein oder andere, aber ich finde, das ist okay. Ist jetzt nicht mein Bestreben, nicht wahr, das hinzubekommen. Kriminalität hat es aber minus 5% Auswirkungen. Das Gericht funktioniert, die Polizei funktioniert, leichte Kriminalität wird sofort untersucht. Bam. Wir hatten hier noch Autos spendiert, die haben jetzt 8 Polizeiautos, mit denen sie rumgurken können. Das sollte also auch passen. Und das Gebäude ist gleich voll, das heißt, da müssen wir erweitern. Sonst wären die Kinder nämlich kriminell, wenn die nicht ausziehen können. Da ist so eine Sache, wir müssten eigentlich die Geburtenrate begrenzen, das muss man dann aber erforschen. Und vielleicht müssen wir jetzt Richtung Forschung auch langsam rübergehen. 2 Probleme. Und die werden wir uns gleich angucken. Das erste Problem ist... Treibstoff. Treibstoff, ihr seht, geht nach oben. Das liegt am Ölpreis. Wir müssen anfangen, Öl zu bauen. Zumindest so ein bisschen, damit wir das exportieren können nach da. Damit der Treibstoffpreis sich nicht exorbitant erhöht. Das machen wir dann mit dem Geld, was wir jetzt hier einnehmen. Da wir letzten Monat 22.000 im Plus waren, 23.000, sehe ich da auch kein Problem, dass wir das gerade mal ein bisschen laufen lassen. Alles ist gut, nicht? Die Gesundheit steigt leicht. Alkoholkonsum, Schlaganfall und die Zufriedenheit ist auf 100%. Also, ich könnte mir jetzt nichts Besseres vorstellen. Ich würde sagen, wir haben die kommunistische Paraderepublik. Deswegen lasse ich es mal jetzt gerade im Hintergrund laufen und lese mal, was der gute Lightro geschrieben hat. Beschäftige dich mal mit dem fränkischen Seenland. Das größte künstliche angelegt für die Wasserversorgung für den Main-Donau-Kanal. Wenn das System einmal verstanden hat, dann kann man Landschaftsmodellierung. Ja, aber warum sollte ich Landschaftsmodellierung wollen? Wir wollen ja für das Spiel die perfekte Landschaft haben und unsere Landschaft ist einfach perfekt. Bis auf diesen Brand in einem Gebäude. Oh mein Gott. Was brennt? Wer brennt? Wo brennt? Oh nein, hier brennt. Der LKW brennt aus seinem Popo. Das tut weh. Das. Eieiei, was hat der denn geladen? Boah, kommt da einer raus. Uiuiuiui. Wo ist die Feuerwehr, wenn man sie mal braucht? Mein Gott, das brennt aber wild. Ja, keine Ahnung, was der geladen hatte. Uiuiuiui. Der arme kleine LKW. Der hat sogar noch mechanische Bauteile. Wusste nicht, dass die so brennen können. Das sieht auf jeden Fall fancy aus. Boah, guck mal. Bis in Nachthimmel geht das hoch. Eieieiei. Und da ist die Feuerwehr. Ein Gebäude ist abgebrannt. Hä? Was für ein Gebäude? Hä? What? Was für ein Gebäude ist jetzt abgebrannt? Okay, es hat nicht das hier gebrannt. Nein, auch nicht die Stromversorgung für die Stadt. Auch nicht die Stromversorgung für hinten. Was hat hier gebrannt? Der Stromkasten hat auch Strom. Wasseranschluss. Abwasseranschluss. Ach, der Stromkasten hat gebrannt. Ach, lustig. Der kleine Mini-Stromkasten. Oh. Wasser, Abwasser. Ja, dachte ich auch, aber das ist ja hier neben gewesen. Da habe ich extra geguckt gerade. Hier, da ist es. Der kleine Stromkasten hat gebrannt, der hier stand. Alles klar, das heißt, die können gerade nur nicht tanken. Ja, da gibt's Schlimmeres. Oh, da, ich hatte gerade Schock, weil wenn das für die Stadt gewesen wäre, wäre das nicht gut gewesen.
Ich frage mich nur, warum das so lange gedauert hat, weil die Straßen nicht aufs Kies sind. Ich würde also sagen, stand neben dem Strommast ein Gebäude, ja, der kleine Kasten. Wir brauchen unbedingt Kiesstraßen. Das ist, glaube ich, unser Problem. Ich muss wieder auf Bauen gehen. Sehr guter Hinweis aus dem Chat. Warum das nicht automatisch geht, warum muss ich darauf drücken? Als ob ich nicht will, dass es repariert wird. Das ist so eine Sache, automatisch nach Feuer reparieren, dass man das vielleicht einstellen könnte, wäre irgendwie eine coole Sache. Geht wahrscheinlich. Im Spiel gehen mehr Sachen, als man manchmal denkt. Man findet sie nur oft nicht. Selbst mit 700 Stunden hat man manche Sachen einfach noch nicht entdeckt. Irgendeinen Haken in irgendein Untermenü. Zum Beispiel dieses Ding hier, da kann man auch 1000 Sachen einstellen. Und mit Mods geht sowieso noch viel, viel mehr. Ja. Wobei, mit Mods geht nicht alles, aber fast alles. Einfach weil das Spiel schon von Hause aus sehr gut modbar war. Gut. Diesen Monat sind wir schon mit 6000 im Plus. 14000 im Plus. Aber es ist doch gut. Okay, ich lasse die hier mit ansteuern, nicht? Die sind zu versorgt also. Das finde ich gut. Hier sind genug Arbeiter. Das heißt, hier kommen genug Arbeiter rein. Heißt, hier 7 Tonnen Kleidung. Und der ist gerade voll rausgefahren. Okay. Ich sehe, die verbrauchen mehr, als die beiden gerade liefern können. Eventuell. Vielleicht brauchen wir da noch einen dritten LKW dann. Wir brauchen mehr LKWs. Ja. 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 Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und mein Auge fängt direkt an zu tränen. Ich muss mal meinen Ventilator ausmachen. Aber es ist einfach scheißenheiß hier drin. Das ist so ein kleiner Raum und mit einem Rechner drin läuft er einfach sofort instant voll. Zack. Und entleert. Und 1,8 Tonnen gerade mal. Und er wieder die ganzen Arbeiter. 24 bleiben drin, weil es sonst sogar voll ist. 100%. Okay, das funktioniert richtig gut. 11 Tonnen Kleidung. Ja, wir brauchen unbedingt einen LKW. Welchen haben wir da? Den IFA W50. Dann kaufen wir den doch. Ich meine, jetzt wo wir es haben. Das sind ja nur noch Peanuts. Ich finde gut, dass es sich bei 1,8 Millionen einfach auch direkt eingependelt hat. Das ist ein frühzeitiger Erfolg, muss man sagen. Du machst mit der Kleidung Geld, ja, 22.000 plus, insgesamt 72.000 und ich kümmere mich gerade nur um die Kleidung. Also das Einzige, was wir exportieren, da können wir jetzt erstmal raufgucken. Wir gehen mal auf vielleicht aktuelles Jahr und gucken mal, was wir importiert haben oder exportiert haben. Kleidung im Wert von 265.000 exportiert und ein bisschen Müll haben wir, der Geld gekostet hat, weil der Export minus ist. Export minus bedeutet, er hat gekostet. Export plus heißt, es gab Plus. Bei Import steht bei Import minus, hat es uns Geld gebracht. Aber das wird man wahrscheinlich nicht sehen. In diesem aktuellen Jahr haben wir aber auch für den Stoff 140.000 ausgegeben. Bedeutet, wir haben ungefähr 100.000, 120, 125.000 mit der Kleidung gemacht. So. Das ist natürlich ein Faktor, den wir wegkriegen können, wenn wir einen eigenen Bauernhof bauen. Treibstoff ist nur bei 46.000 aktuell. Aluminium und Stahl ist ja nur, wenn man baut. Ansonsten haben wir Essen. Oh. Warum bewegen sich die Fußgänger genauso schnell oder sogar schneller wie die Autos? Sieht aus wie Ameisenautobahnen. Ja. Das nennt man Wuselfaktor. Das liegt daran, weil die Autos müssen auf Sandstraßen laufen. Fahren und die Fußgänger haben schon die besseren Wege. Deswegen sind sie durchaus schneller zu Fuß als mit den Fahrzeugen. Ich glaube, das könnte auch ein Problem mit den Bussen darstellen.
Aber das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Oder das mit dem Öl. Aber bevor wir das machen, ich habe gesagt, wir gucken uns noch die Overlays an. Nicht? Es passiert gerade so viel, dass ich da nicht hinterherkomme. Overlays. Und zwar, also die Nahrung und das, das sind wir schon durchgegangen, nicht? Müllplatzversorgung passt, sehen wir, die sind alle wunderbar versorgt. Wir haben geguckt mit dem Abwasser, mit dem Wasser, das passte. Ressourcen, wir können gucken, wo sind gerade Ressourcen. Das finde ich übrigens eine geile Ansicht. Man sieht in Echtzeit, wo Ressourcen sind, zum Beispiel auch Wasser, wo Wasser hinfließt, ist sehr, sehr praktisch, um zum Beispiel die einzelnen Knotenpunkte zu identifizieren, wenn man sie nicht mehr sieht. Genau das gleiche auch mit Abwasser. Und hier hinten sieht man dann auch, wie es immer durchzuppelt. Blub, 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 blub. Wenn der Wert steigt, sieht man auch, dass da vielleicht irgendwas nicht okay ist. So wie hier. Warum ist der wie auf 0,7? Wie viel Quadratmeter hat dein Studio? Was für ein Studio? Die Karte hat 30 Quadratkilometer, glaube ich. Wasser 51%. Hier ist irgendwie... Ich glaube, das Ding ist überlastet. Das könnte sein. Von den beiden. Ach, wegen Gefängnis. Könnte sein, dass das Gefängnis zu viel Abwasser produziert. Für den einen Knotenpunkt. Dein Streamingzimmer. Das ist geheim. So, Sondermüll haben wir. Hier ist viel Sondermüll drin. Hier haben wir... Ah, hier haben wir noch keinen Mülleimer. Ah, die haben wieder unterschiedliche Mülldinger. Ja, dann bringt uns das nichts. Die haben... Okay, aber für die beiden könnte ich einen Gemischt-Container hinstellen. Sondermüll im Krankenhaus ist egal. Mechanische Bauteile ist egal nicht. Treibstoff sieht man, wo der gerade ist. Auch immer ganz spannend. Stahl, Aluminium liegt halt da oben drin oder in den Fahrzeugen. Chemikalien halt da. Hat dein Studio ein Fenster? Und auf jeden Fall wichtig ist Wasserdruck. Das Thema hatten wir nämlich gerade. Und zwar beim Wasser ist es wichtig, die Pumpen zu haben, aber nicht zu viele Pumpen zu haben. Wenn man zu viele Pumpen hat, dann hat man nämlich durchaus eventuell Probleme. Und wir sehen aber, überall ist ordentlich Druck auf der Leitung. Fast schon zu viel. Aber rot ist besser als grün. Grün heißt eigentlich zu wenig. Wasserdurchfluss sieht man auch. Überall fließt Wasser, außer hier, weil der nicht angeschlossen ist, weil kein Gebäude als Abnehmer dranhängt. Von daher funktioniert das auch nicht. Durchfluss von Abwasser, da sieht man, hier könnte es eine Überlastung geben. Aber der Rest, was ist hier? Sieht eigentlich gut aus. Könnte sein, dass hier... Na doch, da ist ja eine Pumpe. Das funktioniert also auch. Straßenupgraden wird wichtiger, denke ich auch. Bauwesen, freie Wohnung. Wir haben keine freien Wohnungen mehr. Produktivität... 85%, 0%, gut, weil nichts verbraucht wird. Hier kann man auch sehen, wo Müll ist. Und wie sehr die Gebäude abgenutzt sind. Man kann übrigens auch Baubüros bauen, die nur dafür da sind, Gebäude zu warten. Nicht wahr? Fruchtbarkeit, gut, wir haben keine Felder. Und saniert wird gerade auch nichts. Man kann hier auch die Stromdurchflussrate sehen. Und die Spannung, die überall anliegt. Die sollte eigentlich stabil sein, nicht wahr? Haben wir noch irgendwas? Genau, man kann auch Gebäude sich anzeigen lassen. Wo sind Geschäfte, wo sind Kinos, wo sind Kirchen, Schulen, etc. Hubschrauber haben wir keine. Züge haben wir keine. Autos, wo sind Straßenweizen, wo sind offene LKW, Planierraupen, Öltanks, Kühlung... Feuerwehr, Müllwagen, nicht? Kann man sich alles detailliert angucken. Und was ich ganz wichtig finde, ist hier
Einmal Aufenthaltsorts der Aufenthalts Aufenthaltsorts Orts Aufenthaltort der Bürger. Meine Güte, manchmal man hat es im Kopf und Mund macht da draus. Red doch einfach das, was ich denke, Körper. Ah. Hier sieht man dann, dass da zum Beispiel gerade 8 Lehrer drin sind, 18 Leute hier, ein Arzt nur. Okay, warum auch immer, jetzt 2. Da kann man halt in-time gucken, wo sind Kinder. 50 Kinder sind aktuell hier drin, die anderen sind zu Hause, warum auch immer die zu Hause sind. Gleich, weil eine Mutter da ist oder so, keine Ahnung. Wo die Kinder gerade rumschillen. Erwachsene Kinder, und da sieht man, da sind schon 5, die wieder irgendwo hinziehen wollen. Und dann kann man mit der anderen Statistik das auf die einzelnen Gebäude nochmal angucken. Zum Beispiel Sportgenuss. Wir sehen, eigentlich haben alle einen guten Sportgenuss, außer hier unten. Da könnte man also vielleicht hier den nochmal einen Tennisplatz oder so spendieren. Wenn wir hier noch ein Gebäude hinsetzen, hier vielleicht noch eine Sporthalle oder so. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. So, Kulturgenuss sehen wir auch, fällt hier auch ab, weil hier natürlich das Kino ist. Die kommen ganz gut dran, die aber nicht, weil hier, die haben auch keine Bushaltestelle, eine eigene. Die müssen erst bis hier hinten zum Bus laufen, um da hinzufahren. Bisschen blöde wahrscheinlich. Alkoholabhängigkeit, alles um die 20%, das ist vertretbar. Regierungsloyalität kennen wir nicht. Gesundheit sind wir bei 90%. Sättigung sind wir auf 100% in etwa. 99 ist genauso gut. Zufriedenheit genauso. Verbrechenskriminalitätsrate sind die hier hinten, weil da die Kinder erst ausgezogen sind, nicht? Da die Werte werden sich anpassen. Lebenserwartung überall um die 87. Arzt nicht erreicht, keiner mehr. Sehr gut. Wir können gucken, wer einen Computer hat. 5 Leute haben einen Computer. Ohne Netzwerk, weil ihr vorhin gefragt hattet. Und Fernseher haben auch schon einige. Das heißt, denen geht es gar nicht so schlecht. Und fast alle haben ein Radio. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, so gut hatten wir es noch nie, oder? So. Nicht verfolgte Verbrechen gibt es keine. Wie viele leichte Straftaten gab es im letzten Jahr? Oha. 8 im Einkaufszentrum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Einbrüche oder Diebstähle oder Alkoholmissbrauch oder sowas. Wie viele mittlere Straftaten? 1, 2, 3, 4. 4 schwere kriminelle Einbrüche, wahrscheinlich mit Waffengewalt. Oh, oh, oh. Und wie viele Morde gab es? Einen im Einkaufszentrum. Auf der offenen Straße einfach erschossen worden. Oh. Okay, aber damit haben wir die Statistiken durch. Und hier kann man übrigens sehen, in der Statistik sieht man, wo sich die Leute gerade aufhalten, nicht? 11 sind da. Und hier sieht man, wo zum Beispiel die mit Universitätsabschluss wohnen. Wir sehen, klar wohnen die hier Richtung der Gebäude. Deswegen wird es wichtig, hier und dort ein Universitätsleute Viertel zu bauen, damit die nicht so weite Wege zur Arbeit haben und zur Kultur, weil die müssen glücklich sein. Dann können wir die hier ausziehen lassen und dann können hier hinten die Arbeiter einziehen und dann passt das, denke ich. Und genau, was wird immer noch wichtiger? Die Straßen. Richtig. Um die müssen wir uns dann jetzt kümmern, würde ich sagen. Bei dem müssen wir aber Schritt für Schritt machen. Und eine nach der anderen. So, dass wir uns nicht selber außersehen irgendwo abschießen. Zum Beispiel hier können wir das Ding bis hierhin machen. Dann kann der Bus immer noch da oben rein und zurück. Er kann halt hier nicht gut wenden. Aber wenn ich die Straße mache, müssen alle hier rüberfahren. Wäre jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber dazu sollte ich vielleicht erst die hier bauen. Oh. Und jetzt kann der Müll hier nicht abgeholt werden. Aber das ist... Das geht noch. So, ich gehe wieder auf schnellere Geschwindigkeit und dann läuft das.
16 Verjährungsfristen? Warum 16 Verjährungsfristen? Ach, das war das Jahr, wo wir noch nichts hatten, nicht? Ja, da hatten wir gar kein Gefängnis. Okay. Deswegen, doch, 5 im letzten Jahr. Warum 16 Verjährungsfristen? Eigentlich sollte der die ganze Zeit durcharbeiten. Interessant. Gut, aber lassen wir erstmal sie die Straße arbeiten. Ich glaube, damit haben wir genug zu tun. Nebenbei verdienen wir uns eine goldene Nase. Letzten Monat haben wir 16.000 eingenommen. Gut, wir haben auch ein neues Fahrzeug importiert, was hier dann jetzt auch mehr Stoff mit hinliefert. Achso, ich habe gerade Schocke bekommen. Hier sind die drei. Genau. Die bladen sich hier und hauen die Kleidung raus. Aber das läuft, glaube ich, ganz gut. Wir sind schon wieder auf 1,83 Millionen. Und jetzt sind wir sogar schon 6.000 im Plus. Weil sie gerade die Kleidung hier abgeliefert haben. Hintereinander der nächste schon wieder unterwegs. Und eine Ladung Kleidung ist 8.000 aktuell wert. Das ist schon sehr viel. Okay. Was ist hier? Achso, die können nicht rausfahren, aber das ist... Das ist halbwegs okay. Wir werden für die Überbrückung hier eine Straße hinmachen. Irgendwo. So. Damit wir genug Nahrung hier kriegen und andere Sachen. Sonst verhungern uns die. Ich meine, ist nicht viel Straße, nicht? Hier muss nur Kies hingebracht werden. Und dann wird da geschippt und dann ist alles gut. Der Kies ist sogar da. Und da ist sogar noch ein Fußweg, der nicht gebaut ist. Zack. Den können wir gleich mitmachen lassen. Dann ist der auch fertig. Der Fußweg hier, den können wir auch noch machen lassen. Dann haben wir den auch gleich mit. Seht ihr noch irgendwo was? Hab ich noch was übersehen? Den hier hinten? Ach komm, machen wir mit. Auch wenn er nicht wichtig ist. Hier der Kleine, den... Hier ist doch irgendwo einer. Oder? Ne, hier ist keiner. Irgendwo so ein kleiner Futze, den ich übersehen habe. Sieht man halt echt schwer. Ansonsten können wir noch den hier zumachen. Und wir müssen vielleicht von der Haltestelle noch einen Weg hier rüber haben, aber geht nicht. Bei den anderen konnte ich halt hier ran, aber die Straße ist zu... Bin ich ein bisschen zu optimistisch eng rangegangen. Ich meine, ich könnte das so machen, kriegt er nicht hin. Ja, der Bogen hier, der funktioniert halt nicht. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier hingehe mit dem, komme ich da nicht ran. Schade. Naja, gut, die können ja über die Straße dahin laufen. So. Hier ist auch noch Weg, der wichtig ist. Da gehen die zum Einkaufen lang. Der Kirchweg ist jetzt nicht so wichtig. Der Weg hier vielleicht noch. Ja. Und dann haben wir alle Laufwege erstmal geupgradet. Uff. Der hier bei der Polizei ist nicht wichtig. Und hier wird fleißig geschuftet. Und der Bus kann weiterfahren und gleich sogar über die Straße. Fehlt doch nur noch eine Schippe, oder? Nee, die Straße muss doch schon wieder gehen sogar. Okay, er wendet so oder so darüber. Dann könnten wir jetzt das bauen, aber will ich gar nicht.
Wir bauen jetzt dieses Stück Straße. Dann muss der Bus zwar hier unten lang fahren, um da hinzukommen. Aber muss er halt kurz mal durch. Die Feuerwehr könnte jetzt nicht rausfahren. Das wäre schon mehr ein Problem. Der hier ist auch fertig. Sehr gut. Dann lassen wir kurz hier die Müllabfuhr die Sachen abholen. Der ist auch fertig. Dann lassen wir den Kühllaster hier einmal die Kühlsachen noch anliefern. Und dann können wir den noch ausbauen. Ja, und so geht es jetzt nach und nach weiter. Wie viele Kinder haben schon wieder? 23 haben schon wieder keine eigene Wohnung. Okay, dann planen wir jetzt das Reichenviertel. Nicht wahr? Wir müssen so schnell wie möglich Stoff herstellen. Naja, schnell wie möglich würde ich das nicht nennen. Wir haben 16.000 letzten Monat eingenommen, trotz Bauarbeiten. Diesen Monat 15.000. Wir haben ja keine Ausgaben mehr. Also Kiesstraßen kosten uns nichts. Wir sind an einer guten Stelle. Aber wir haben halt keine Arbeitskräfte über. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht aus Versehen hier keine hinliefern. Das könnte ein Problem sein. Die Häftlinge, die entfliehen. Das kann man gar nicht verhindern in dem Spiel. Dann brauchst du extra ein paar Wärter, die direkt neben dem Gefängnis wohnen. Das finde ich halt quatschig. Genau. Oh, wie bauen wir denn das? Eine Bushaltestelle haben die auch. Eine Straße hätten die auch. Das wären diese Villen. Ich glaube, es ist schon gut, wenn wir die hier einfach so ransetzen, nicht? Die haben dann alles. So. Ach, hier oben nicht zu weit. Einer kommt hier noch hin. So. Machen wir ein. So. Und die anderen so. Und da hinten, obwohl das zu weit weg sein könnte von den Sachen, machen wir den lieber so. Muss ja nicht zu viel Platz drumherum sein. Und dann können wir da so eine Art Hufeisen drumherum bauen. So. Klonksi, Klingsi, Donksi, Bonksi. Sehr schön. Und hallo Don Öko. Da ist ja wieder einer leichtmacherisch veranlangt und will vom Game fertig gemacht werden. Nein, wir machen das Game fertig. Wir sind schon im Plus mit 20.000. Das Game kann uns mal so gar nichts mehr. Wir sind einfach die Profis. So. Jetzt wieder zwischen den Häusern die Wege. Okay, das ist doof, nicht? Das sieht ja nicht so klassisch aus. Dann bauen wir das lieber hier so hin. Wir haben auch alle Wasser und Abwasser. Dann müssen wir uns also auch nicht drum kümmern. Aber mich stört ein bisschen, dass die nicht in Reihe stehen anscheinend. Ich glaube, die Straße ist nicht gerade. Okay, das müssen wir nochmal neu machen. Das will mich einfach irre machen. Aber die Straße hier ist nicht... Oder der Weg ist nicht... Oh oh. Ja gut, die Palme musste dran glauben. Der war nicht gerade. Ja, der wäre nicht gerade. Der muss sich hier überschneiden. Und da ist doch irgendwo ein Problem. Genau, da können wir aber den Verbinder benutzen. Und dann... Kommen wir nicht daran. Okay, damit hast du vielleicht recht, dass das hier machochistisch ist. Mit diesen scheiß Straßen. Da würde ich sogar mitgehen und sagen, das ist echt Pain. Str-
Straßen. Die haben es auf jeden Fall in sich. So. Jetzt ist es wie immerhin gerade. Aber jetzt müssen wir es so hinkriegen, dass wir hier einen Undodge-Punkt kriegen. Zack. Ja, okay, ist nicht ganz gerade geworden, nicht? Aber ich glaube, besser kriege ich es einfach nicht hin. Und dann kommen wir da aber gerade ran. So. Die werden auch nochmal neu ausgerichtet. Boah. So. Ja, ganz gerade ist er nicht, aber 100% gerade kriegen wir auch nicht hin. Das waren die berühmten letzten Worte. Ey, 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 ey. Das ist so dumm mit den Straßen, ja. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der sich daran stört. Das kann natürlich auch sein. Mama. Jetzt ist das hier nicht mittig. Von den beiden, weil das andere nicht an die andere Stelle ging. Okay, da kommen wir auch nicht ran. Da würden wir aber rankommen, falls die Richtung Krankenhaus wollen. Und da sehen wir schon wieder schief und gerade, nicht? Das ist halt... Man kann halt entweder schief oder richtig schief bauen. Man kann sich so ein bisschen entscheiden in dem Spiel. Das Einzige, was nicht geht, ist richtig gerade. Selbst wenn man am Raster sich ausrichtet, sind die Eingänge meistens versetzt zum Raster. Und dann sieht es noch schlimmer aus. Also, da kommt man nicht drum herum. Das ist ein bisschen sehr weit weg jetzt, oder? Ich würde die noch ein Stückchen enger bauen, glaube ich. Also, auf der Höhe vielleicht eher. So. Oh, da ist so ein Stück Straße wieder übrig geblieben. Besser. Und jetzt nochmal die Gebäude. Ich meine, das sind hier nicht viele, nicht? Da können 10, 20, 30, also 60 insgesamt denn drin wohnen, aber für unsere Zwecke soll ja ein Reichenviertel sein. Passt das schon dann sehr gut. Da zumindest so ein bisschen nach Villenviertel aussehen. Das geht. Ah, gut. Es könnte schlimmer, es könnte besser sein. Sagen wir es mal so. Dann würde ich sagen, gehen wir hier. So. So. Ja, und du dann daran und du dann daran. Und falls hier nach hinten jemals was kommt. So. Und später kommen da schön Bäume hin und dann ist alles gut. Zu 100% Baum macht keinen Spaß, ja. Man sieht ja jetzt schon, das sieht krumm und schief aus. Ich glaube, aber wenn du einen hügeligen Boden hast, fällt es dir gar nicht so auf, weil es dann eh krumm und schief aussieht. Nur beim geraden Boden sieht es halt mega scheiße aus. Kenne da noch andere, die haben das schon das Tutorial abgebrochen und nie wieder gespielt, weil es das Raster gibt, wo man Sachen ausrichten kann. Doch, gibt es. Gibt ein Raster, an dem du Sachen ausrichten kannst. Ganz wunderbar. Dann haben sie es nur nicht herausgefunden, dass es das gibt. Aber ich kann dir das Problem mit dem Raster erklären. Straßen kannst du alleine wunderbar darin bauen. Aber wir bauen zum Beispiel mal diese Garage. Und jetzt bauen wir hier mal an dem Raster und... Oh! Okay, warte mal. Vielleicht sind wir ja eher auf dem Raster da rechts. Warte mal. Aha, gucken wir mal. Hm, passt auch nicht. Ja, wieso denn nicht? Ja. Weil die Gebäude halt nicht auf den Raster sind. Okay, wollen wir... Dann stellen wir mal dieses Gebäude und das hier hin. Und dann machen wir eine schöne gerade Straße. Und dann machen wir eine gerade Straße. Oh, geht auch nicht. Hm, ist ja merkwürdig. Da hilft dir halt das Raster 0,0 am Ende. Wenn du die Sachen trotzdem krumm und schief bauen musst. Da brauche ich auch kein Raster.
Aber Raster grundsätzlich gibt es. Es ist nur unnütz. Oh, die Straßen sind gut und fertig. Das gefällt mir. Aber lassen wir sie jetzt erstmal die Gebäude bauen, oder? Wow. Hatten die hinten jetzt Wasser und Dingsanschluss noch und Strom auch? Ja, perfekt. Sehr schick. Zur Nahrung kommen die auch. Das ist das Allerwichtigste. Kultur haben sie hier auch. Die haben ein Parkding. Achso, und wir wollen keine Leute. Und das dürfen nur Leute mit Bildung einziehen. Das wäre vielleicht noch wichtig einzustellen. Sonst, ups, ziehen uns da Bürger hin, die wir da nicht haben wollen. Plonks. Und dann haben wir da hinten so ein schönes kleines Stadtrandviertel für Krankenhaus und Lehrer und so. Und dann lassen wir sie das erstmal bauen, das reicht. Hier ist auch noch eine Straße nicht ganz fertig. Aber man sieht, über die Straßen fahren die deutlich schneller, nämlich doppelt so schnell. Wow. Boah, wie viel Arbeit hat er denn hier abgeladen? 50. Ja, das geht schnell. Ich schaufel ihm von der Hand die Scheiße. Wir haben noch Maschinen für sowas. Mann, 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 Mann. Fertig. Sehr gut. Kann er nämlich, wie schnell? 65, glaube ich, fahren auf diesen Straßen. Das macht also viel aus, wenn wir die bauen. Ja, mal gucken. Nach und nach, Schritt für Schritt. Jetzt erstmal das bauen lassen. Nicht überlasten die Baubüros und die, gerade die Bevölkerung, nicht? Wir haben nur 3% Arbeitslose, sonst geht das hier hinten in die Knie. Und dann ist hier keine Kleidung drin. Man merkt schon, direkt jetzt sind hier weniger Arbeiter. Das heißt, hier ist weniger Kleidung drin. Heißt auch weniger Einnahmen. Letzten Monat aber plus 27. Wir exportieren für 100.000 Rubel Kleidung. Das meine ich doch, dass nichts einrastet und so, dass es passen würde. Ja, okay. Wenn es das ist, gebe ich recht. Also, grundsätzlich rasten die Gebäude ja ein, aber die Ausgänge, und da muss ich aber auch sagen, ist es auch schwer. Wie willst du zum Beispiel ein Lager in einem Raster einrasten lassen? Also, nach welchem Ausgang? Es gibt einfach so viele Ausgänge. Nicht? Machst du es anhand der Straße fest? Machst du es anhand der Nord-Süd- oder der Ost-West-Ausgänge? Alle kriegst du nicht auf einen Haufen, nicht? Die brauchen einen gewissen Abstand zueinander. Von daher können die auch nicht unendlich dicht beieinander liegen, sodass sie auf dem Raster zwei nebeneinander liegen. Also, ich verstehe schon, warum das nicht möglich ist ohne weiteres. Aber wie man hier sieht, liegt halt gar nichts irgendwie auf dem Raster. Ich glaube, nicht mal so liegt was auf dem Raster. Außer der oben vielleicht. Ja, ich glaube, der einzige, der ist hier unten, der so zu 98% auf dem Raster liegt. Der unterste. Aber es ist wirklich mit das Problem. Aber man soll halt auch ein bisschen freier bauen. Und ich finde, es ist schon recht eckig geworden. Und man sieht diese kleinen Sachen eigentlich irgendwann dann doch gar nicht mehr. Macht die Stadt ja auch irgendwie lebendig. In echt ist auch keine einzige Straße wirklich gerade. Also wenn man sich mal eine deutsche Straße angesehen hat heutzutage, da ist nicht mal die aufgemalte Linie gerade. Gerade auf meinen Radtouren immer zu sehen, krumm und schief die Scheiße. Wieder nur für die Fritzen von der Partei gebaut, was? Ja, natürlich, irgendwo muss ich doch leben. Und hallo Schleicher. Sieht schon gut aus, ja. Ich glaube, das ist das Beste, was man so rausholen kann. Ich habe schon gute Sachen gesehen. Also viele schaffen es halt dynamischer zu bauen und beziehen in die Landschaft gut mit ein. Das mache ich immer gar nicht. Ich denke auch zum Beispiel bei diesen Straßen immer viel zu kurz, nicht? Manche haben hier dann so eine ewige parallele Straße, die dann irgendwo lang führt. Und das sieht einfach dann super aus, wenn das dann so eine einspurige abgehende Straße ist und sowas.
habe ich ja alles gar nicht, nicht wahr? Ich baue halt immer zu minimalistisch. Eigentlich kannst du das Ding auch auf diese Fläche bauen und hast genauso viel Erfolg. Wenn nicht sogar mehr. Aber das, würde ich sagen, erleben wir in der nächsten Folge alles. Was genau, das weiß ich selber noch nicht. Schaltet ein.